Es geht sehr zügig in die Boxen hinein. The Dancing Fairy kam heran, ist startklar. Das heißt, ganz außen Molly Leclou. Als letzter Kandidat, der einrücken muss. Auch dieser hat in diesem Jahr schon einen Ausgleich 1 gewinnen können. Alles ist startklar. Für den Preis des Porsche Zentrum Köln haben sich die Türen geöffnet an der 2200 Meter Marke. Die 6 Kandidaten kommen zum ersten Mal an Ihnen vorbei. Und an der Innenseite Waikita zeigt den Weg, führt vor Veneto in zweiter Position. Außen sehen wir Molly Leclou. Unter ihrem Beifall geht es am Zielpfosten vorbei. 2 Längen dahinter galoppiert The Dancing Fairy, an der Innenseite Northern Rock. Und letztes Pferd zunächst einmal der Favorit, das ist Itobo. So geht es durch den Scheibenstraßenbogen hindurch. Wir haben 2 Abteilungen. Das erste Trio, Waikita, Veneto und Molly Leclou. 5 Längen dahinter The Dancing Fairy mit Northern Rock und Itobo. Mit Beginn der Gegenseite gibt es keine Veränderungen. Waikita und Martin Seidel führen vor Veneto, Alexander Peach. An der Innenseite Molly Leclou mit Rebecca Danz. Dann wird die Lücke kleiner, nur noch eine Länge bis zu Northern Rock. Eduardo Pedrosa außen davon. Ist es Miki Kaledu im Sattel von The Dancing Fairy und dann Andra Starke. Der lauert am Ende des Feldes in den Farben des Stalles Totti auf Itobo. Mitte gegenüber geht es mittlerweile weiter. Waikita nach wie vor in Front, hat noch keinen Gegner gesehen. Vor Veneto an den Außenrails, dann Molly Leclou, vor The Dancing Fairy, vor Northern Rock und vor Itobo. Ausgangs der Gegenseite ist der Schlussbogen in diesem Moment erreicht. Dort gab es einen Führungswechsel. Veneto hat das Kommando übernommen von Waikita. Dahinter Molly Leclou, der versucht nachzusetzen, Northern Rock, dann The Dancing Fairy und dann Itobo. Es geht in Richtung der Kölner Zielgeraden, 600 Meter sind das noch. Vorne Veneto hat die Pole Position, vielleicht sichert er sich die Außenrails. Wir werden es jetzt feststellen, Waikita lässt sich anfassen, Molly Leclou versucht es innen, The Dancing Fairy, Northern Rock und außen kommt dann jetzt auch Itobo so richtig ins Rollen. Über die gesamte Breite der Bahn verteilt, außen Veneto, Waikita rafft sich nochmal auf, Molly Leclou an der Innenseite, Itobo und dann The Dancing Fairy. Ich würde fast sagen, außen ist vorne Veneto, vor Itobo, Waikita, Molly Leclou. Leclou, Northern Rock. Wer ist wirklich vorne? Das ist die Frage. Es ist schwer zu sehen. Veneto an der Außenseite, aber innen Molly Leclou und Northern Rock, die versuchen das Blatt zu wenden. Innen Molly Leclou, außen Veneto. Veneto und Molly Leclou. Veneto ist vorne. Veneto außen gewinnt gegen Molly Leclou. Und dahinter war es Northern Rock vor Waikita, Itobo und The Dancing Fairy. Vorläufiger Richterspruch, 8. Rennenpreis des Porsche Zentrum Köln. Sieger ist die 5 Veneto, auf dem 2. Platz die 3 Molly Leclou, drittes Pferd die 2 Northern Rock und 4. war die 6 Waikita. Wiederhole vorläufiger Richterspruch, 8. Rennenpreis des Porsche Zentrum Köln, 5 Veneto, 3 Molly Leclou, 2 Northern Rock und 6 Waikita. War es die Nummer 3, gewinnt eine Chopin Handtasche. Eine Chopin Handtasche im Wert von 1.800 Euro. Ganz herzlichen Glückwunsch. Und auch Sie können natürlich gerne mal bei uns vorbeikommen mit der Handtasche. Wir würden uns freuen, Sie zu begrüßen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich bitte alle drei Platzierten noch mal herzukommen zu einem Gruppenfoto. Okay. Okay. Ja, könnten wir vielleicht vor... Holst du das mal her, Michael? Ah ja. Könnten wir, Herr Schmidt, vielleicht vor das Chopin gehen, weil wir ein Foto für die brauchen? Prima. Also, wir machen noch ein Foto mit allen Gewinnerinnen hier vor dem Chopin-Aufsteller und freuen uns, glaube ich, mit allen Damen. War eine tolle Aktion. Nochmal danke an
Herrn Wüst. Es gibt natürlich auch nachher noch Preise für Sie, denn das waren ja erstmal die Preise für unsere Gewinnerin hier, aber später gibt es ja noch 3 Preise von Juwelier Wente bei der Tombola zu gewinnen. Für alle von Ihnen, die jetzt mitgespielt haben, mitentschieden haben, Ihre Lose werden nachher mit berücksichtigt. Da wird draus gezogen. Und wenn Sie persönlich anwesend sind, geht es auch für Sie nachher um 3 Uhren und ganz tolle.